Werner Ebner, Firma Heli Austria, einer der Piloten und Compliance Manager von Heli Austria. Und wir sind jetzt hier in der AS350 B3E, einer von 10 Stück, die wir in dieser Flotte haben. Wir haben alle diese Hubschrauber sehr ähnlich ausgestattet. Wir haben hier jeweils immer ein Garmin Fluginstrument und Navigationseinrichtung. Wir haben in der Regel 2 Funkgeräte für den normalen Flugfunk und in weiterer Folge ein Arbeitsfunkgerät verbaut, das man dann da ganz unten sieht, das wir also für die Arbeit mit dem Flughelfer mitverwenden. Wir fliegen in der Regel nur die B3E in der Flotte, immer in derselben Ausstattung. Wir sehen also sowohl das Garmin in allen unseren Maschinen in 2 unterschiedlichen Ausführungen. Einmal dieses Modell, das wir hier haben mit den Tasten, und einmal die Nachfolgeversion in den neueren Maschinen, wobei keine unserer Maschinen ist normalerweise älter als 4 Jahre bei den AS350, maximal 5 Jahre alt, haben wir dann in den neueren Maschinen die Touchscreen-Version verbaut von Garmin. Wir fliegen eine speziell abgegradete Maschine mit dem Upgrade von Airbus Deutschland in einer relativ spartanischen Innenausstattung, wie man sehen kann, weil wir unsere Luftfahrzeuge rein auf den Lastentransport ausgelegt haben. Wir fliegen also von dem Einsatzspektrum her hauptsächlich Außenlasttransporte. Wir montieren auf diesen Maschinen aber auch elektrische Helipods, auf denen dann verschiedene Kamera- oder Laserinstrumente verbaut sind zur Umgebungsvermessung. Das fliegen wir als Einsatzspektrum mit fix an der Maschine montierten Pods. Wir fliegen diese Maschine auch als Kameramaschinen mit extern aufgebauten Kameras. Aber die Hauptaufgabe dieser Maschinen ist der Außenlasttransport. Wir fliegen mit Taulängen bis über 100 Meter, je nach Einsatzbereich. Wir fliegen mit Standard-Tau oder Elektro-Tau, wie wir es dann hier auch im Außenbereich sehen können. Mit dem Elektro-Tau verfliegen wir zum Beispiel Sprengmittelcontainer, wo also dann in der Nähe beim Absetzen kein weiterer Mitarbeiter am Mast stehen darf. Es wird also mit dem Elektro-Tau geflogen, wo also dann aus dem Hubschrauber heraus dann klinken kann und den Container absetzen kann. Wir fliegen die Elektroklinke auch für Logging-Aufgaben, und ansonsten haben wir in der Regel einen Flughelfer an Bord, der dann den mechanischen Haken öffnet. Wir fliegen also von mindestens 20 Metern bis über 100 Meter, ist für uns in der Regel kein Thema. Außenlasttransport fliegen wir entweder mit dem Spiegel, im meisten Fall aber mit dem Fenster, das wir hier sehen, mit dem sogenannten Maximum Pilot View Kit, in der Vertical Referenz Ausführung. Das heißt, wir fliegen in der Regel eigentlich Vertical Referenz beim Lasttransport. Der Pilot sieht dann seine Last und den Aufnahme- als auch Ablagepunkt dann über sein vergrößertes Bodenfenster. Das mag bei dieser Maschine in der Sonderausstattung nicht besonders hübsch aussehen, ist aber ein unheimlich funktionelles Tool, wenn es um den Bereich Lastenfliegen, Spezialtransport in Form von Montagearbeiten, wo es also um das Absetzen der Last um plus minus wenige Zentimeter geht, dann ist das eigentlich die einzig gängige Lösung. Und das ist der Grund, warum wir in fast allen unserer 10 AS350 B3i diesen Maximum Pilot View Kit verbaut haben. In weiterer Folge sehen wir ja relativ spartanisch eingerichtet hier dann noch einen iPad-Halter. Wir fliegen das EFB, also ein Electronical Flight Bag, das wir für die Flugvorbereitung und zum Teil als Unterstützung für die Navigation verwenden, wobei wir auch hier über die Garmin-Anlage navigieren können. Grundsätzlich sind unsere Maschinen also für den DVFA Special Operation High Risk Bereich ausgestattet, also relativ spartanisch. Wir machen relativ wenige VIP-Transporte. Da müsst ihr also, wie gesagt, erst Sitzbänke umbauen,
die dann vielleicht ein bisschen bequemer wären. Unser Hauptaufgabenbereich ist also der Lastentransport. Und wenn wir dann nach draußen schauen, können wir uns dann einige Sonderaufbauten ansehen, die wir uns in unserer Airbus AS350 B3E Flotte noch verwenden. Eine Sonderausführung ist dann der Spiegel. Wir haben also zwei Spiegel, wobei ich mit dem kleinen unteren Spiegel zwei Dinge beachte. Punkt 1, sitzt mein Landegestell fix am Boden. Das heißt, ich kann mich gerade bei engen Landemanövern über den Spiegel vergewissern, dass ich vollständig aufgesetzt habe. Zusätzlich kann ich hier die Freiheit am Haken erkennen. Das heißt erstens, dass ich räumlich, wenn also ein Felsen drunter ist oder so etwas, dass ich räumlich genug Platz habe. Und zweitens, wenn ich mein Gehänge abgeworfen habe, ob das auch wirklich abgefallen ist. Da haben wir zwei Möglichkeiten, das elektrisch und mechanisch abzuwerfen. Das macht also der kleine Spiegel. Mit dem großen Spiegel sehe ich das Ende der Last, wenn ich mittels Spiegel die Last einfliege. Das führt zu einem sehr ruhigen Einfliegen der Last mit wenig Bewegung am Hubschrauber, weil man ansonsten unten dann die Last aus dem Spiegel, aus dem Sichtfeld verliert. Es ist also im Sonderaufbau der Spiegel. In weiterer Folge, wenn wir weiterschauen, nochmal die Maximum Window View Kit, der also optisch jetzt nicht sofort auffällt, aber für Kenner ist dann zu sehen, dass wir hier eine größere Plombierung haben, ein weit größeres Bodenfenster, das es einem Piloten dann auch mit Helm erlaubt, sich in dieses Fenster herauszulehnen und für das vertikale Referenzfliegen eine Sicht zur Last herzustellen und dann auch zum Flughelfer herzustellen. Damit ist es einfacher, die Last ganz genau zu positionieren, wenn wir eine Montagearbeit, eine Mastmontage oder sonstige Aufgaben durchführen. Vom Einsatzspektrum decken wir hier vom Ausfliegen von Sprengmittelcontainern für Lawinensprengmasten bis hin zum normalen Außenlasttransport für die normale Hüttenbelieferung, für eine normale Baustelle, Betonarbeiten. Wir führen damit aber auch zum Beispiel Transporte auf größere Hallen, Dachflächen durch. Wenn zum Beispiel, wie jetzt ganz gängig, sehr viele Solaranlagen auf Dächern, auf Flachdächern von Hallenanlagen montiert werden, da sind oft Kräne im Nachteil, weil sie nicht die Auslage haben, die wir in wenigen Minuten darstellen können. Wenn wir heute Hallendächer haben mit Ausmaßen von 100 mal 70 Metern, was durchaus eine Gängigkeit ist, dann verfliegen wir hier punktgenau in wenigen Minuten Rotationen viele, viele Paletten punktgenau aufs Dach, was eine Kranmontage gar nicht möglich machen würde, weil die Auslage gar nicht so weit ist. Vielleicht der ganze Kran versetzt werden müsste. Wir sind also da vom Aufbau bis hin zur Durchführung der Arbeit weit schneller und versetzen solche Montageaufträge auch mitten im Stadtgebiet, dann nicht mit der einmotorigen Maschine, sondern zweimotorig. Aber wir führen diese Arbeiten dann auch auf Hallendächer durch, wo wir weit im Vorteil zum Kran sind von der Anflugszeit, von der Rüstzeit, bis wir also dann in der Lage sind, zu heben zu beginnen und dann von dem punktuellen Absetzen am Dach. Jetzt vor kurzem übrigens mit der Maschine, glaube ich, 300 Rotationen auf einem Hallendach mit Solarpaneelen geflogen, mit Rotationszeiten von knappen 1,5 Minuten. Mit dem passenden Personal am Boden und am Dach ist das also dann durchaus möglich. Da sind wir weit effizienter, als wenn da ein Kran kommen muss, der dann versetzt werden muss, weil er eben mit der Auslage da die einzelnen Ablagepunkte gar nicht erreicht. Das sind also durchaus auch Einsatzgebiete, die sich jetzt mittlerweile ergeben. Wir fliegen natürlich Hüttenbelieferungen, wir fliegen Locking, wir machen auch Stehendbaumabtragung, wobei das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe dieser Maschine, weil sie dafür zu leicht ist. Also wir fliegen ja hier bis 1000, vielleicht 1100 Kilo Last, je nach Höhe. Das nimmt nach oben natürlich und auch in Abhängigkeit der Außentemperatur dann drastisch ab, die Hubleistung. Das können dann durchaus auch einmal nur mehr 800, 850 Kilo in größeren Höhen oder bei höheren Temperaturen sein. Der zum Maximum Pilot View Kit. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, sehen wir den Lasthaken. Momentan montiert eine Elektroklinke, mit der wir also zum Beispiel die Aufnahmen für die
für die Sprengmastbefüllung fliegen, also für die Magazinkästen von den Lüssen Sprengmasten, aber auch Locking-Arbeiten werden mit solchen Elektroklinken durchgeführt. Überall dort, wo beim Ablegen der Last kein Mitarbeiter in der Nähe stehen sollte aufgrund der Verletzungsgefahr. Beim Sprengmast ist es sowieso gesetzlich verboten und beim Locking ist es eine gewisse Grundgefahr, die durch Verrollen eines abgelegten Holzstammes passieren kann. Da ist also dann der eigentliche Mitarbeiter ein Stück weiter weg. Und das machen wir ebenfalls mit der Elektroklinke. Wenn wir hier weiterschauen, sehen wir oben dann eine Sandfilteranlage am Triebwerkseingang. Wir versuchen also unsere Triebwerke dann so gut als möglich zu schützen vor übermäßigem Verschleiß. Da geht es also auch darum, wenn wir mal in sandigen Umgebungen unterwegs sind. Wir setzen häufig auf Schotterparkplätzen ab oder auf Schotterwegen ab, wo es dann durchaus einmal ein bisschen Staubentwicklung gibt, und da schützen wir dann unsere Triebwerke, weil wir mit dem Triebwerk erstens die Lebensdauer erreichen wollen und zweitens eine Sicherheit für die Besatzung bieten wollen und auch für die fürs Bodenpersonal, dass also da gewisse Sicherheit gibt. Wenn wir weiterschauen, sehen wir hier einen Tailboom-Stray, der ein Tool ist zu der sogenannten Fast-Fin, die wir dann auf der anderen Seite erkennen können. Hier geht es also dann darum, um mehr Leistung am Hubschrauber, mehr Hubleistung am Hubschrauber, also nicht mehr Motorleistung, sondern mehr Hubleistung am Hubschrauber zu generieren. Und zwar ist ja ein großer Teilbereich natürlich die Last auf unserem Heckrotor. Wenn wir sehr viel Last heben, brauchen wir auch sehr viel Gegendrehmoment auf dem Heckrotor. Und wir unterstützen mit der Fast-Fin, die wir dann auf der anderen Seite besser sehen, unseren Heckrotor durch den Downwash erzeugen wir auf der linken Heckauslegerseite einen Unterdruck, der dann unseren Heckrotor beim Heben unterstützt. Das heißt, durch den Luftstrom, der hier einmal abgelenkt wird und drüben abgelenkt wird, erzielen wir einen Unterdruck auf der linken Seite des Heckauslegers und reduzieren dadurch die Last, die beim Heben auf dem Heckrotor lastet, um eine einstellige Prozentzahl. Und diese Leistung, die hier dann mehr oder weniger gewonnen wird, können wir als größere Hubleistung nutzen. Das ist also dann der Hintergrund. Wir können da mal dann rüberschauen auf die andere Seite. Und hier sieht man schon eine spezielle Konstruktion, die also nicht serienmäßig auf diesem Hubschrauber verbaut ist. Und über diese Konstruktion nutzen wir nicht beim Vorwärtsfliegen, sondern die Hauptaufgabe ist hier bei geringen Geschwindigkeiten und beim Schweben, beim Schweben, beim Aufnehmen und Absetzen der Last, nutzen wir den Downwash, der hier vorbeiströmt, der auf dieser Seite einen größeren Weg um den Heckausleger nutzen muss, also auf der anderen Seite, wo dann auch noch dieser Strake verbaut ist, wo die Luftströmung dann abreißt und verwirbelt wird. Dadurch entsteht drüben eine Verwirbelung und auf dieser Seite ein Unterdruck, und das unterstützt uns dann in der Drehung. Das ist der Grund, warum wir das auf fast allen unserer Arbeitstiere der B3E montiert haben, da unsere Hauptaufgabe, wie gesagt, das Heben von Lasten, das Transportieren von Lasten ist und nicht das Transportieren von Personen von A nach B. Das ist nicht unser Hauptgeschäft. Da wäre dann so ein Aufbau nicht notwendig. Da geben wir doch einige hunderttausend Euro an Kosten aus, um diese Maschinen in diesem Segment zu frisieren, zu tunen, müssen wir eigentlich fast sagen. In weiterer Folge sehen wir hier unten den Radarhöhenmesser. Wir haben also unsere Maschine in der Regel immer mit Sensoren, mit Radarhöhenmesser ausgestattet, um eine gewisse Sicherheit zu bieten für unsere Mitarbeiter, dass wenn sie also irgendwo im Anflug sind, dass man also die Höhen über Grund dann auch nochmal besser einschätzt. In weiterer Folge sehen wir auf der drüberen Seite als auch hier die Aufnahme für unsere Körbe. Hier werden also die Lastkörbe mit montiert.
Wir können also auf dieser Maschine sowohl rechts als auch links so einen Korb montieren. Das ist dann abhängig davon, was wir mit dieser Maschine machen. Die Maschine an sich durch ihr Konzept kippt beim Abheben leicht nach rechts und hebt auf der rechten Kurve stehend dann langsam ab. Das heißt, wenn wir also normalerweise Zusatzgewicht transportieren, wie Ketten, Anschlagsmittel, Seile, Schluppen, Haken und so weiter, dann montieren wir den Korb normalerweise auf der linken Seite. Das bedeutet, wir haben hier ein Zusatzgewicht und die Maschine wird etwas neutraler beim Abheben. Aber wenn wir in weiterer Folge Passagiere ebenfalls mittransportieren und hier öffnen, dann müsste der Passagier über den Korb, der dann zum Teil bis hier vorne reicht, mehr oder weniger drüber steigen oder vorbeisteigen. Das könnte zum Beispiel passieren bei Heliskiing-Operationen. Und für Heliskiing montieren wir dann in der Regel den Korb auf der anderen Seite, damit der Kunde dann hier normal aussteigen kann und nicht von dem Ski blockiert wird, vom Korb blockiert wird, sondern durchaus diese Dimensionen hat. Wir haben normalerweise zwei verschiedene Größen von Körben. Eine ist irgendwo hier aus und der nächste reicht dann bis hier vorne. Bei Ski braucht man den langen Korb, aber Ski haben in der Regel kein großes Gewicht. Also wirkt sich das nicht besonders schlimm aus, wenn wir sie auf der rechten Seite transportieren. Das ist der Grund, warum da eine Lastaufnahme rechts und links für den Korb drauf ist. Normalerweise im normalen Einsatzflug haben wir den Korb immer links und da sind immer alle unsere Anschlagmittel dabei. Also Vierergehänge, Ketten, Seile. Wir haben grundsätzlich mindestens 60 Meter Seil grundsätzlich dabei, inklusive Schluppen und Anschlagmittel. Und bei Bedarf, wenn wir das im Vorhinein wissen, können wir diese Seillängen auch bis über 100 Meter erhöhen. Für Transport- und Montagearbeiten, vor allem in engeren Schluchten oder bei sehr hohem Baumbewuchs oder wenn wir zum Beispiel neben bereits bestehenden Mastanlagen Montagen oder auch Abtransporte durchführen müssen, dann fliegen wir doch Seillängen auch jenseits der 80, 90 Meter. Wir haben durchaus im Gebirge Masthöhen von 80, 90 Meter von Hochspannungsmasten und wenn daneben etwas wegtransportieren musst, solltest du mit dem Hubschrauber nochmal mindestens 10 Meter drüber stehen. Dann transportieren wir zum Teil mit bis zu 100 Meter Gehänge oder auch darüber. In weiterer Folge ebenfalls in engen Schluchten, wenn es also zum Beispiel um das Begehbarmachen von Klammbereichen geht, wo also zum Teil Brücken von uns versetzt werden, Stege versetzt werden, da ist es oft sehr, sehr eng und auch da fliegen wir zum Teil mit Seillängen von über 100 Meter, die nicht standardmäßig mitgeführt werden. Das wissen wir aber dann in der Regel zuvor in der Einsatzplanung. Und dann wird sowas mit transportiert. Wir haben in der Regel auf der linken Seite eine Schubtüre, auf der rechten Seite nicht. Wenn wir mit dieser Maschine Fallschirmspringer absetzen, machen wir das nur über die Schubtüre auf der linken Seite. Andere Operator und auch zum Beispiel die Polizei, die fliegen mit zwei Schubtüren links und rechts, damit sie Fallschirmspringer links und rechts absetzen können. Das ist aber auch nicht unsere Hauptaufgabe. Wenn wir Fallschirmspringer absetzen, machen wir das über links, über diese Schubtüre. Wir haben dann nur links die Schubtüre. Dafür können wir rechts den Maximum Pilot View Kit verbauen, der mit Schubtüre rechts gar nicht verbaubar wäre. Logischerweise. Wir sehen hier das ausgebaute Dual Control, wobei wir das Dual Control in der Regel immer mitführen. Das Dual Control ist also in einem Koffer meistens mit der Maschine mit unterwegs. Das hat einen Hintergrund, um unsere Piloten etwas zu entlasten. Wir haben sehr viele zweite Piloten oder Jungpiloten, die dann in der Regel nicht die Einsatzarbeit, aber die Überflüge durchführen können, damit also dann der Einsatzpilot eine kurze Ruhephase auch hat beim Überflug und da kann es durchaus sein, dass der Einsatzpilot es aber bevorzugt, dass er doch ein Steuer im Notfall hat und dann bauen wir auf der linken Seite das Doppelsteuer dazu ein, dass der Einsatzpilot dann mit eingreifen könnte, wenn er dementsprechend ausgebildet ist, also dementsprechend Fluglehrer hat und so weiter. Bei den normalen Einsatzflügen ist das Doppelsteuer dann ausgebaut, da ein bisschen die Präzision beim Steuern über den Stick leidet.
bei den genauen, präzisen Absätzen von schweren Lasten auf plus minus einige Zentimeter, merkst du auch in der Bewegung als Pilot, wenn hier ein zweiter Stick montiert ist, dass die einfach eine gewisse Trägheit oder ein gewisses Gewicht, den du dann mitbewegen musst. Und da haben viele unserer Piloten sowieso die Präferenz, dass wir das Doppelsteuer ausbauen, wenn die Einsatzarbeit durchgeführt wird. Und nur bei längeren Überflügen und wenn der Pilot dann dementsprechend eine Grundausbildung hat, es sei denn, der Dual-Control-Pilot ist für alle Landungen in allen Höhen bei uns schon freigegeben, dann brauchen wir das Dual-Control auch für den Piloten nicht mehr. Dann macht nur mehr der Pilot auf der rechten Seite, steuert es an, aber wir haben eine gewisse Sicherheitsvorkehrung getroffen, dass wir also unsere Piloten gestaffelt landen lassen. Das heißt, er muss zuerst Erfahrungen sammeln bis 1000 Meter, dann Erfahrungen über 1000 Meter, Erfahrungen über 2000 Meter, Erfahrungen über 3000 Meter. Und wenn also der Einsatzpilot zwar ein Rating und eine Freigabe hat für den Hubschrauber alleine, muss es noch nicht heißen, dass er bei uns auch auf über 2000 oder über 3000 Meter landen darf. Und das macht man dann auch in einer Art Schulfunktion mit dem eingebauten Doppelsteuer mit dem zweiten Einsatzpilot. Deswegen haben wir das Doppelsteuer eigentlich in der Regel immer dabei, um auch den Einsatzpiloten dann ein bisschen zu entlasten. Unsere Einsatzradien bewegen sich zwischen 6 Minuten von der Station entfernt bis zu doch Überflügen, die auch durchaus einmal 50 Minuten oder länger dauern können. Wir operieren in Europa, sowohl in Italien, in der Schweiz, in Deutschland, in Belgien, in Rumänien, in der Slowakei, in Tschechien. Also wir transportieren wirklich rund um Österreich in Europa und da können dann durchaus auch einmal längere Einsatz- und Überstellungszeiten zusammenkommen, die dann in der Regel bei uns ein zweiter Pilot durchführt, um dann den Einsatzpiloten vor Ort für seine gesamte, in Österreich sind ja das 7 Stunden, Flugzeit freizuhalten. Weil wenn wir jetzt schon eine Stunde Überflug haben, zum Beispiel wenn wir nach Slowenien gehen und wir haben eine Stunde Überflug in die eine Richtung, eine Stunde Überflug zurück, dann könnte er unten nur mehr 5 Stunden arbeiten. Wenn wir unten 7 Stunden geplant haben, dann braucht man Überstellungspiloten und deswegen haben wir dann auch gerne mal einen Doppelsteuer dabei, damit wenn, also je nach Ausbildungsstand des jeweiligen zweiten Piloten, er dann diesen Überflug problemlos durchführen kann. Bei uns ein bisschen der Hintergrund. Mhm. Man sieht schon eine sehr spartanische Kabine innen. Wir haben jetzt nicht die VIP-Bestuhlung hier verbaut, weil wir also ganz einfach unsere Hauptaufgabe doch bei 90% bei diesen Maschinen ist in der Helicopter Limited Operation, also im High-Risk-Bereich. Und da kommt es nicht auf die Bestuhlung an, sondern da kommt es eigentlich auf das Gewicht sparen, auf das einfache Handling an. Und da ist die VIP-Ausstattung nicht die erste Wahl für uns.